Ab welchem Tag darf man das Gebet nicht mehr zusammen beten, wenn man auf Reise ist? Das ist natürlich eine lange Meinungsverschiedenheit zwischen den Gelehrten und der Meinung der Gelehrten, die ich folge, ist, dass man so lange, wie man auf Reise ist, dass man so lange auch gekürzt beten kann. Das heißt zum Beispiel, ich sage jetzt, ich bin jetzt 2 Wochen in Braunschweig hier, aber ich habe auch in 2 Wochen noch nicht die Absicht, mich hier niederzulassen, sondern ich weiß, das ist nur eine Reise oder 2 Monate oder wie auch immer. Dann bin ich so lange auch noch auf Reise. يا ذاكر الأصحاب